Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir gehen jetzt erstmal zwei Fragezeichen klären. Das eine ist wahrscheinlich eine verlassene Stätte. Sah zumindest so aus. Vielleicht sind auch beides irgendwie Banditenlager. Also die verlassene Stätte kann ja von Banditen eingenommen sein. Es können aber auch Monsterlager oder sowas sein. Keine Ahnung, mal gucken. Sind ja gleich da. Oh, vielleicht auch ein weiterführendes Quest, weil er scheint gerade gar nichts zu sein. Aufträge, ach so, Aufträge von Winzern, alles klar. Wieder meine Höhle, die ich klären muss, oder was? Hallo? Meister Na, siehst du ordentlich Aufträge Das an? finde ich, also ich finde es erstmal ganz cool, dass es so Aufträge von Winzern gibt, aber was ich halt blöd finde, ist, dass es immer das gleiche ist. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal. Immer ist es so eine dumme Höhle, die wir klären müssen. Haben die keine anderen Probleme? Du, Herr, bist ein Hexer? Derjenige, den die Herzogin bestellt hat? Schuldig im Sinne der Anklage. Und du bist jemand, der was von mir will. Du kannst ja Gedanken lesen. Weißt du, diese Höhlen hier sind erstklassige Weinkeller, wie von den Göttern für den Eigenbedarf geschaffen. Groß, trocken. Leider wohnen ein paar Monster drin. Ein Hellseher! Die Götter seien gepriesen, ein Hellseher! Was ist? Hilfst du mir? Ist das ironisch, sarkastisch oder was war das gerade? Ich kümmere mich darum, angesichts der großzügigen Belohnung, die ich voraussehe. Na, das erstmal Lieber eine klar. Feder führen als einen Fluch ziehen, meinst du nicht auch? Erinnerst du dich an mich? Ich habe dir Geld für Wein geliehen. Was? Gib uns Na, einen ziehst du Heiermann. ordentlich Aufträge an? Was? Der hat mir Geld für Wein geliehen? Was war denn das für ein Quatsch gerade? So, wahrscheinlich brauchen wir ja eh jetzt Katze, oder? Und Geralt kann nicht mehr rennen oder will nicht mehr schnell laufen in der Höhle. Hä? Sag mal, das ist eigentlich nur in Gebäuden so, dass er dann manchmal nur noch läuft und man halt extra auf die Renntaste drücken muss. Aber das habe ich noch nie in der Höhle erlebt. Da gibt doch keinen richtigen Sinn, oder? Schade, hier geht's nicht lang. Ah, was? Tausendfüßler oder was? Die graben sich doch immer erst raus oder was? Oder wie? Oder wo? Ah, gut, es gibt noch mehr Höhlenbewohner, aber. Hätte auf 1000 Filter getippt, aber ich glaube, es sind keine. Naja. Großer, fetter. Ach, diese Nervkacke. Oh nein. Stimmt, das ist doch total. Machen der. Was war das für nervig, der Typ? Zuma, okay. Jetzt müssen wir irgendwie hoffen, dass er gegen die Wand rollt. Was macht er denn? Hallo, Kollege. So, rafft er mich jetzt und kommt mal angerollt, oder? Das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Au. Au. Wieso macht Geralt denn seinen Wirbel nicht? Er hat beim letzten Mal den total schnell ausgenommen. Verstehe ich nicht. Scheiße, jetzt weiß ein Hund, nehme ich die Katze ja wieder weg. Ich würde dieses Quest jetzt schon gerne schaffen, also. Glaube, es wird ein langer Kampf. Was war das denn? Hallo?
Was macht er denn gerade? Ich habe noch nie gesehen. Au! Oh, lustig. Die hätte ich gerne als Haustier. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich aber leider weißen Honig nehmen. Und zurück zur Katze. Haben wir aber auch noch zweimal, sehe ich gerade. Und kein Absolut mehr. Ist nicht so geil. Dann weicht aber gerade ziemlich gut aus. Noch mal auf auszuweichen. Kann ziemlich schnell sein. So, jetzt machst du wieder diesen Scheiß. Es dauert wieder Stunden. Kann man aber auch nichts gegen machen, wie es aussieht. Du bist doch fast tot. Wisst ihr was? Quen. Ich darf auf keinen Fall sterben, fällt mir gerade so ein. Ich hoffe, hier gibt es nicht noch einen Klumor. Das wäre echt beschissen. Wer weiß denn, wo ich bin? Ich bin doch ruhig gewesen. Trefft ihn doch mal, Geralt. Oh, 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 schnell hin. Na also, oh, wie ich diese Dinger hasse. Wieso gingen es beim letzten Mal so schnell? Das verstehe ich gerade auch wieder nicht. Da ist er irgendwie einmal auf den Bauch gefallen, dann habe ich hier meinen Wirbelwind gemacht und bums aus Nikolaus war das Ding durch. Komisch. So, gab es denn irgendwelche coolen Sachen drin, oder? Mhm, Kiste. Ist da bestimmt noch irgendwo eine Truhe oder sowas? Blutmo ist toll. Scheiße, ich sehe zu wenig. Scheiß drauf. Ich muss dann eh nächtigen. Überall kleine Truhen und sowas, aber. Nirgendwo. Da ist wirklich nichts. Kommt auch nicht raus, ne? Ne. Und nirgendwo was Wertvolles. Also das ist ja merkwürdig. Gerade in so einer Höhle. Tja, ich... Also nicht mal eine kleine Truhe. Das mag ich ja kaum glauben. Oben irgendwas? Gibt's ja gar nicht. Krass. Okay. Daneben nicht. Wenigstens haben wir den Auftrag erledigt und ich gehe mal davon aus, dass jetzt der andere Fragezeichen wird, wie gesagt, einfach eine verlassene Stätte sein. Oh, meine Augen. Na, und? Problem gelöst. Der Glumar in der Höhle wird dich nicht mehr belästigen. Superb! Ich habe ein Lagerhaus gewonnen und du meine Dankbarkeit. Würdest du mir mal dein Angebot zeigen? Wein und Essen brauche ich nicht. Bis später.
Meine Augen. Aber wir müssen sowieso, wie gesagt, mal eine Stunde lang ruhen, damit wir unsere Tränke wieder auffüllen können. So, auf zum nächsten Fragezeichen. 200 Kronen gab's, okay. Ist gar nicht mal so weit weg. Brauchen wir keinen Plätze. Bin mal gespannt, wie viele Winzer... Also, wir haben noch viele Fragezeichen vor uns, wie viele Winzeraufträge wir da noch haben und ob es irgendwann mal ein anderer Auftrag ist, als so eine blöde Höhle auszuräuchern. Okay. Also, wenn das jetzt nicht besetzt ist von Banditen, dann weiß ich auch nicht. Oh, cool. Ah, ist von Harbin besetzt. Aber das Geile ist, dass hier direkt ein Wegkreuz ist. Dann können wir nämlich dann zu unserer Mission direkt uns schnell reisen und brauchen nicht erst zu einem anderen Wegkreuz gehen. Rux kann Außenposten. Die beliebteste Kulturpflanze in Toussaint gleich nach der Weinrebe ist der Olivenbaum. Er wird hauptsächlich um der Oliven und ihres Öls willen angebaut, doch auch Holzschnitzer wissen den Baum zu schätzen. Was Holz betrifft, ist allerdings die Vauclair-Eiche konkurrenzlos, aus der die unzähligen Weinfässer gefertigt werden. Zentraler Verarbeitungspunkt dieses Holzes in Toussaint ist der Rue Can Außenposten der Holzfäller. Ach ja, und hat man nicht noch... das Bestarium da. Wir hatten doch einen Panther als neues Tier. Panther. Kätzlein, Kätzlein, wo bist du denn gewesen? Ich war auf dem Verandadach und dort habe ich gelesen, Kätzlein, was hast du denn für eine Riesentatze? Die sagt, dass ich ein Panther bin und keine Miezekatze. Seltene Variante eines Kinderreins. Panther sind gefährliche Raubtiere, deren Habitate Wälder und baumbestandene Ebenen sind. Sie sind schnell, wendig und, wie alle Katzen, teuflisch gescheit. In vielen abgelegenen Gegenden glauben die Leute bis heute, dass Panther die verlorenen Seelen im Schlaf gestorbener Menschen sind. Der Aberglaube verlangt daher, dass solche Art Verblichene in den nächsten besten Wald geschleift und dort ohne Beerdigung liegen gelassen werden. So kann der Geistpanther den bisherigen Körper verschlingen und dadurch ins Jenseits gelangen. Dieser Glaube muss unbedingt ausgerottet werden, er führt durch die verwesenden Leichen zu Epidemien wie Cholera. Außerdem ist er einzigartig lächerlich. Panther sind keine Nekrophagen und fressen keinerlei Aas. Sie bevorzugen es, sich frische Beute zu reißen. Rehe oder sogar Menschen. Vorausgesetzt, diese sind nicht krank und riechen nicht so schlecht. Dann müssen wir mal in Zukunft ein bisschen mehr stinken, dann greifen wir nicht mehr an. Irgendwas Neues? Ne. Ist nur eine Harpie oder sind mehrere? Moment, hat man nicht noch ein paar Bolzen? Breitkopfbolzen. Au. Drei Stück oder vier Stück? Nicht viel. Na, die sehen ein bisschen anders aus, die Harpien, würde ich sagen. Die wir bei... im ersten Teil mit 2-3 gesehen haben, die waren, glaube ich... ja, die sahen, ja, also die hatten ein anderes Gefieder, dachte ich. Die droppen gar nichts. Nix. Keine einzige von den Leichen hat was da gelassen. Aber es war es noch nicht, weil hier ein Monsternest ist. Und es ist hier oben drauf. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Bevor wir hier runterfallen und dumm sind. Bevor neue Harpien da rauskommen oder entstehen oder wie auch immer. Die Harpien haben hier ihr Nest. Aber das ist doch mal eine coole Idee auf einem Dach. Wäre noch geiler gewesen, wenn man eher schwierig dahin gekommen wäre. Geralt. Oben war da noch Zeug, also ich muss das Nest noch looten. Es war doch keine verlassene Stätte, sondern ein Monsternest, interessanterweise. Samuel Eides Notizen. Vater drängt, dass ich wieder bei den Arbeiten im Haus helfe. Bei seinem Genörgel werde ich meinen genialen Mechanismus niemals fertigstellen. Wenigstens unterstützt Mami mich und leiht mir ihren Spiegel. Zusammen mit den beiden anderen, die ich von meinen Ersparten gekauft habe, kann ich so testen, ob mein Gerät wirklich funktioniert. Doch zuerst will ich dem, der diese Zeilen findet, den Anfang der Geschichte erzählen. Meine Liebste, Alig Elise, lebte mit ihrer Familie in einem Anwesen, das in einem so tiefen Tal liegt, dass es die Sonne zwischen September und März nicht zu sehen kriegt. In diesen langen Monaten müssen die Einwohner ständig im Zwielicht oder Finsternis leben. Doch diese ewige Tortur wird bald der Vergangenheit angehören. Meine Erfindung ist in ihrer Schlichtheit brillant. Ich werde auf einem der umliegenden Berge ein Spiegelsystem installieren, das die Sonnenstrahlen in ihr Anwesen lenken wird. Das war's. Haha. Es war alles wert. Die lang durch
lernten Nächte in der Bibliothek der Kaiserlichen Akademie, als ich meine Kenntnisse in Arithmetik und Alchemie verfeinerte. Ich möchte meine Erfindung heute testen, doch Vater beschwert sich fortlaufend, dass meine neumodische Apparatur nur ein paar Elstern anlocken wird, die dann unser Anwesen vollkacken oder, noch schlimmer, einen Schwarm Harpien. Immer muss er aus allem ein Problem machen. Ich warte, bis er in die Stadt geht, dann telle ich wie der Blitz die Spiegel auf. Ich hätte eher gedacht, dass er da alles abbrennt. Aber anscheinend... Ja, ist das jetzt das Tal? Oder ist das jetzt hier nur ein Test? Wahrscheinlich ist das hier nur ein Test, ne, gewesen und hat schon die Harpien angelockt. Aber wo sind denn die Spiegel? Sehe ich irgendwie gerade nicht. Was für tragische Tote das eigentlich immer sind. Das ist auch immer geil. Na gut. Kommen wir in irgendwelche... Wahrscheinlich kommen wir in die Häuser noch nicht rein, ne? Abgeschlossen. Nehmen wir keine wertlosen oder nicht so viel wertvollen Sachen mit, weil wir wissen ja mittlerweile, dass wir ganz schnell überlastet sind. Wobei, ach nee, wir haben ja ganz viel wieder verkauft gehabt. Stimmt. Aber trotzdem wieder über 100 Kilo. So, gibt es denn noch irgendwas Interessantes? Oh, die ganzen Leichen. Aber irgendwie nur Männer. Also bis jetzt nur Männer gesehen. Waren wohl Holzfäller, wie es aussieht. Die armen Holzfäller. Geil, hier kommen wir gar nicht rein, die Tür, da liegt das davor. Geralt? Geralt! Ach, ich finde es immer so ärgerlich, dass die Sachen abgeschlossen sind. Ich kann mich da jedes Mal wieder drüber aufregen. Ich verstehe auch nicht, wieso. Also, es macht ja manchmal macht's ja Sinn, ne? Die Leute sind nicht da, die schließen ihre Bude ab, klar, aber wieso soll denn hier jetzt bitteschön, hier sind überall Leichen, ah, da ist eine Frau, die sind überrascht worden von Harpien, warum soll denn hier jetzt alles abgeschlossen sein? Die haben doch niemals erst alles abgeschlossen und sind dann angegriffen worden. Also, das verstehe ich nicht. Ich meine, logischerweise wird da wahrscheinlich nichts drin sein in diesen Gebäuden, aber trotzdem ist es halt einfach nur merkwürdig. So, das reicht, wollen wir noch irgendwas in der Nähe? Was ich mir angucken möchte. Könnten das hier mal noch schnell angucken, aber im Großen und Ganzen befinden wir uns hier eh wieder am Ende der Welt. Wer weiß, ob wir überhaupt bis dahin kommen, wobei das müsste eigentlich noch im Rahmen sein. Das ist eh nur eine kleine alte Holzfällerhütte oder so. Oder Jagdhütte. Oder da ist halt nichts mehr. Oh. Das kommt nicht sehr oft vor, aber manchmal hat man halt einfach Kartenfehler, weil man sieht hier eindeutig, jetzt nicht mehr ganz so gut, aber hier sieht man eindeutig so eine kleine Ruine von einem alten Haus oder sowas und hier ist halt einfach nichts, ne? Hier ist halt einfach nichts. Ach, hier sieht man es sogar auf der Karte, seht ihr das da? Jetzt wo ich hingucke, genau hier müsste es sein. Man kann es sogar auf der Karte sehen, aber hier ist halt nichts. Na gut. Dann eben nicht. So, wo muss ich jetzt in welche Richtung? Na, nix. Jetzt schnell reisen wir einfach. Reicht auch irgendwann. Okay. Bin ja mal gespannt, was Guillaume sagt. Aber jetzt sagt, er bleibt einfach dran und versucht weiterhin, das Herz seiner Angebeteten zu gewinnen. Oder aber sagt, dass... Er aufgibt. Also ich denke, er gibt nicht auf. Fasanerie, Hospital, Ervelus. Am Trinken, seinen Kummer saufen. Geralt, was ist mit Vivienne? Ich konnte ihren Fluch brechen. Wirklich? Also wird alles gut. Sie kann unbesorgt sein? Ich soll dir ihren Dank sagen. Dank dir kann sie ein normales Leben führen. Mag sein, aber wie geht es ihr? Vivienne ist glücklich, das stimmt ja. Niemand weiß, wie viel Zeit sie noch hat. Das stimmt auch, aber ich glaube, Vivienne ist glücklich, ist besser, oder? Vivienne hat sich ihren Weg ausgesucht. Sie ist jetzt frei und glücklich, glaube ich. Ohne mich? Du hast dir geholfen, aber deswegen ist sie dir keine Liebe schuldig.
Mein Freund ist Barde und außerdem Philosoph. Amateur wohl. Er würde sagen, wenn du jemanden liebst, lass ihn gehen. Weißt du was, Geralt? Deine Belohnung hast du dir verdient. Aber deinen Rat behalte für dich. Adieu. Tja, man kann halt nicht mit jedem den besten Freund auseinandergehen. Außerdem war es jetzt auch einfach so ein bisschen die Bitterheit, der Liebeskummer und alles, das aus ihm gesprochen hat. Ich kann es nachvollziehen, von daher nehme ich das nicht übel. Ganz im Gegenteil, ich muss sogar sagen, ich habe diese charakterliche Eigenheit, fand ich geil. Und auch jetzt das Ende, also wenn ihr das Video anschaut, ich würde jetzt nochmal an eurer Stelle zurückgehen in der Timeline und mir wirklich nochmal nur diesen, also was heißt nur, aber zumindest mindestens diesen letzten Spruch nochmal anhören, wo er halt wirklich nochmal so auf Augenhöhe zu Geralt geht, Gesicht nah bei ihm und dann perfekt, in der perfekten Tonlage halt sagt, dass man die Belohnung verdient hat, aber den Rat für sich behalten sollte. Das war eigentlich nicht, also ohne Scheiße, das ist doch nicht ironisch gemeint, was ich gerade sage. Ich meine das wirklich ernst. Das war gerade eine schauspielerische Meisterleistung. Also wenn es sowas wie schauspielerische Austeilungen für Spielercharakter geben sollte, dann nur für diese eine Szene hätte der einen verdient. Das war gerade so geil gemacht. Ich glaube, ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal reinziehen im Video. Nur diese eine Stelle, weil es... Das hat dem Charakter so eine krasse Tiefe gegeben. Also wie gesagt, das klingt jetzt wahrscheinlich total ironisch und sarkastisch. Ich meine es wirklich ernst, was ich gerade sage. Das hat dem Charakter einfach so eine geile Tiefe also für mich jetzt persönlich natürlich. Es kann ja sein, ihr seht es ganz anders und denkt gerade, was labert der für eine Scheiße oder der verarscht es doch komplett. Aber für mich hat gerade diese letzte Szene dem Charakter so eine krasse Tiefe gegeben, dass ich richtig Bock hätte, nochmal auf den zu treffen. Geil, richtig geil. Richtig, richtig geil. Also ich fand es gerade richtig geil. So, bevor wir jetzt die Folge beenden, werde ich mir noch überlegen, welches Quest wir als nächstes machen. Das hier wäre das Hauptquest, okay. Was gibt's denn noch so? Ich gehe mal von unten durch. Ach, so viele sind es gar nicht mehr. Wie gesagt, wir haben noch eine Menge Nebenquests, die wir aufdecken können auf der Karte. Lass Coro Bianco und Neuha das Hungerspiel und finde heraus, wie es Marlene geht. Okay. Sammle die fehlenden Karten des Gellige-Kartens. Es gibt gar nicht mehr so viele. Also wie gesagt, es gibt noch neue Nebenquests dann, aber... Bringe die Schemas, damit er ein Großmeister werden kann. Habe ich alle gefunden? Habe ich wirklich alle gefunden? Okay, also das und Hauptquest könnte ich theoretischerweise miteinander verbinden. Das ist beides ähnlich. Das müsste ja auch in der gleichen Stadt liegen, oder? Ja, na dann werde ich wahrscheinlich da erstmal jetzt hingehen. Und das als nächstes machen. Ja. Das wird das nächste werden. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.